Die erste Geschichte, die ist mir passiert. Da war ich ungefähr 10 oder 11 Jahre alt. Da waren wir noch in der alten Wohnung. Da haben wir zu dritt, also ich, mein Bruder und meine Mama gelebt. Mein Papa hat uns da schon verlassen gehabt. Und ich bin wie immer eines Nachts einfach aufgewacht. Und immer wenn ich aufgewacht bin, wollte ich zu meiner Mama ins Wohnzimmer. Die hat im Wohnzimmer geschlafen. Und dann bin ich, wir hatten ein Stockbett. Ich habe oben geschlafen, mein Bruder hat unten geschlafen. Und dann bin ich runtergeklettert und ich war wach. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, die Kinderzimmertür. Und direkt, wenn man nach links gehen würde, ist das Wohnzimmer. Und gegenüber von der Kinderzimmertür kann man direkt in die Küche reinschauen. Und dann wollte ich gerade so nach links rein und auf einmal sehe ich irgendwas in der Küche stehen. Es war so ziemlich dunkel, der Mond hat noch ein bisschen Licht reingelassen, die Rollos waren unten, aber noch nicht ganz so zu. Also der Mond hat, wie gesagt, noch Licht reingelassen. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, ich stand in der Kinderzimmertür und wie gesagt, direkt gegenüber ist die Küche und rechts vom Küchenraum ist so diese Küchentheke mit Spüle und Herd und sowas. Und ganz am Ende hat eine schwarze Gestalt an der Theke gelehnt. Und es war eine männliche Person. Sie hat in meine Richtung geschaut und mich angegrinst. Und ich natürlich total erschrocken, habe mir die Augen gerieben, nochmal hingeschaut und das stand immer noch da. Und man hat richtig diese Silhouette erkannt von einer männlichen Person. Aber es konnte ja keiner sein, mein Bruder nicht. Mein Bruder hat geschlafen, mein Vater war nicht mehr da, der hatte seine eigene Wohnung und meine Mama hat auch geschlafen. Und ich bin wie von einer Hummel gestochen ins Wohnzimmer und zu meiner Mutter gerannt. Und das habe ich ihr dann natürlich erzählt am nächsten Tag, aber sie hat mir natürlich nicht geglaubt. Ja, und seitdem ist nichts mehr passiert in dieser Wohnung. Dann sind wir irgendwann mal umgezogen, dieselbe Stadt, aber ganz andere Gegend, quasi andere Seite von der Stadt. Ich, meine Mama und mein Bruder. Ich hatte mein eigenes Zimmer, mein Bruder hatte das Schlafzimmer und meine Mama hat immer noch im Wohnzimmer geschlafen. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem mein Opa gestorben ist, also 2010. Ich war allein in meinem Zimmer. Es war Spätsommer, ich hatte kurze Hosen, kurzes Oberteil an. Die Tür war zu, das Fenster war zu. Ich lag auf meinem Schlafsofa, habe Musik gehört. Ich hatte Ohrstöpsel und lag da und habe ein bisschen so nachgedacht, geträumt. Plötzlich hat mich irgendwas dazu bewegt, einfach, also meine Beine waren angewinkelt und irgendwas hat mich dazu gebracht, in Richtung meiner Beine zu schauen. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt da hinschauen. Und dann habe ich so meinen Kopf nach oben bewegt und zwischen meine Beine. Wie als wenn jemand da gesessen war und dann aufgestanden ist, ist so eine Mulde wieder nach oben gegangen. Und ich dachte mir so, was? Und dann ein paar Sekunden später, wie gesagt, ich hatte eine kurze Hose an, ist mir ein kalter Hauch an meinem Bein entlang, wie als wenn jemand an mir vorbeigegangen wäre und mich gestriffen hätte mit der Hand. Und wie gesagt, das Fenster war zu, die Tür war zu, kein Luftzug, nichts. Und das war so das Krasseste, was ich erlebt habe. Ja, ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, dass mein Opa bei mir war. Also ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich hoffe es und ich denke es schon, also. Ich hatte eine sehr starke Verbindung zu meinem Opa. Als wir das letzte Mal unten in Bosnien waren, wo er noch gelebt hat, hat er mich umarmt und hat halt auf Bosnisch mein Herz gesagt zu mir. Und er hat mich richtig, richtig fest gedrückt und als er dann losgelassen hat, hat er halt geweint und das zeigt halt, dass wir schon eine sehr, sehr enge Verbindung hatten. Und wir waren letztes Jahr unten wieder bei der Familie in Bosnien. Ich habe seitdem mein Opa, also ich habe meinen Opa das letzte Mal gesehen und seitdem waren wir auch nicht mehr unten bei der Familie. Ja, dann waren wir erst bei meiner Familie und dann sind wir zu meinem Mann seiner Familie gefahren, also beide aus Bosnien. Und als wir noch bei meiner Familie waren und wir uns also schlafen gelegt haben, habe ich mache das manchmal, also zu Gott beten, sage ich mal,
habe ich halt ihn gebeten, dass mein Opa doch mal kommen soll, weil ich ihn vermisse. Und dann sind wir zu meinem Mann seiner Familie gefahren, auf die andere Seite des Landes. Und ein paar Tage später, nachts, es war eigentlich schon in der Früh, ich wollte aufwachen, also aus dem Schlaf heraus aufwachen. Und dann bin ich irgendwie stehen geblieben. Und dann lag ich im Bett und das Bett ist am Fenster und ich lag mit dem Gesicht zur Tür. Und der Bereich der Tür war dunkel. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob in so einer Zwischenwelt oder was, war ich aber wach, obwohl ich geschlafen habe. Und dann habe ich jemanden an der Tür stehen sehen, auch wieder so eine Gestalt, so eine schwarze Gestalt. Und ich bin erschrocken, habe mich aufgesetzt und bin so ein Stück nach hinten gerutscht zum Fenster hinter mir. Und dann ist diese Gestalt nach vorne gekommen. Ich habe einen Krückstock erkannt und dann ist mein Opa zum Vorschein gekommen. Und ich habe mich super gefreut, habe gesagt, ja, hey, kannst du mal die Oma mitbringen und alles. Und dann bin ich aufgewacht. Also mein Opa ist mir im Traum erschienen. Ja, ich habe dann auch erstmal richtig geweint, also richtig, richtig geweint, weil ich es nicht fassen konnte.